Ich begrüße Sie alle zu unserem neuen Webvideo hier aus der Hauptstadt. Hinter mir sehen Sie den Reichstag. Es ist Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Drinnen tobt also das politische Leben. Ich persönlich komme gerade vom Tag der deutschen Industrie. Dort hat die Bundeskanzlerin gesprochen und der Vizekanzler. Beide haben sich natürlich zu dem überragenden Thema Flüchtlinge geäußert, aber auch zu Themen, die unsere Branche interessieren, nämlich das Thema Wagniskapital. Die Kanzlerin hat noch einmal betont, wie wichtig ihr dieses Thema sei, wie schwierig es aber auch ist. Sie hat über die Verlustvorträge gesprochen und wie sie damit in Europa gerade umgeht und mit dem Kommissionspräsidenten diskutiert. Sigmar Gabriel hat nochmal den Fokus auf das Thema Digitalisierung gelegt und die deutsche Wirtschaft und auch uns Finanzierer aufgefordert, kreativ mitzuarbeiten, weil auch er mehr Wagniskapital in Deutschland haben möchte. Diese Woche ist das BVK-Fachforum. Dazu möchte ich Sie auf diesem Wege noch einmal alle sehr, sehr herzlich einladen. Das ist ein wichtiger Event im Herbst und am Abend gibt es dazu das BVK-Dinner. Das ist nicht nur ein BVK-Event, sondern da kommen inzwischen auch viele Vertreter der Wirtschaft und der Politik. Es haben sich angesagt der Finanzstaatssekretär, der neue Jens Spahn, aber auch die Staatssekretärin aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Brigitte Zypris, die kennen Sie vielleicht noch alle als Bundesministerin. Also, es werden interessante Diskussionen geführt und ich freue mich, wenn wir Sie alle aus Berlin begrüßen dürfen.